Schön, dass du denkst, dass du in einer neuen Folge hier in Minecraft und heute basteln wir wieder was von Asterix und Obelix und zwar dem Fischhändler Verleinix. Vielleicht kennst du ihn, seine Fische sind immer frisch. Ich würde sagen, Blöcke in die Hand, auf geht's. Um unsere Fischhütte zu bauen, holen wir jetzt erstmal wieder ein paar Blöcke raus. Für den Start holen wir uns einfach mal ein bisschen glatten Sandstein raus, denn ein bisschen gelbe Wolle. Na gut, für das Dach bräuchte man eigentlich Stroh, da könnte man auch wählen, ne? Zwischen Stroh und gelber Wolle. Aber ich finde einfach gelbe Wolle sieht besser aus. So, dann holen wir uns noch ein paar Fichtenstämme raus. Dann holen wir uns noch ein paar Knöpfe raus, am besten auch davon die Fichtenknöpfe. Dann holen wir uns noch ein paar Stufen raus, davon dann nochmal die Treppen. Dann holen wir uns Fichtenfalltüren und dann nochmal abgezogene Fichtenholzstämme, also vier Fichtenholz, was wir heute verwenden. Und dann holen wir uns nochmal ein paar glatte Sandsteintreppen raus. Für den Start für unsere Fischhütte beginnen wir erstmal mit der Rückseite, mal ganz untypisch. Aber wir müssen uns ja erstmal, sag ich mal, ein bisschen was hochsetzen, damit wir auch gleich das Dach raufziehen können. Von daher schnappt euch mal euren glatten Sandstein und wir beginnen erstmal damit, uns eine gerade Reihe lang zu ziehen. Und zwar ist die von einer Länge von 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 Blöcke lang. Und die setzen wir natürlich nicht nur einmal hoch, sondern das Ganze machen wir gleich hier schon auf eine zweite Höhe. Und dann ziehen wir uns das Ganze langsam so hoch wie eine Pyramide. Nur, dass wir jetzt am Anfang halt eine Zweierblockröhre haben. Dann gehen wir mal einen zur Seite weg und ziehen die nächste Reihe rauf. Dann lassen wir wieder an der Seite einen Block frei. Nächste Reihe aufsetzen, die erhöhen wir wieder um zwei Blöcke. Wenn wir das haben, wieder eine Reihe. Zack, wieder nach innen gehen, dann an den Seiten wieder einen freilassen, wieder einen an der Seite freilassen und wieder eine Zweierblockreihe drauf platzieren. So, wenn wir das Ganze haben, haben wir jetzt insgesamt drei Zweier. Ne? Wir haben den ersten Zweier, dann kommt einer, dann kommt der zweite Zweier, dann wieder einer und der dritte Zweier. Wenn wir das Ganze soweit haben, ist der letzte Schritt nur noch oben eine kleine Pyramide zu machen. Das heißt, erstmal wieder einfach an den Seiten wieder einen freilassen und dann oben in der Mitte nochmal einen platzieren. So, wenn wir das Ganze haben, geht es jetzt schon ran an unsere gelbe Wolle. Die wollen wir schon mal gleich ein bisschen nach vorne ziehen. Wir beginnen an den Seiten, dass wir hier erstmal... So, also 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 Blöcke ziehen wir das Ganze einmal an den Seiten weg. Ja, ich habe jetzt einen auch hinten gleich überstehen lassen. Na, also wie gesagt... Wir fangen einfach mal hier vorne an und dann hier ab, zack, 15 Blöcke einfach mal so nach vorne weg. Wenn ihr es auch ein bisschen länger macht, ist auch nicht so schlimm, ne? So, dann geht es eigentlich ran, dass wir jetzt unser Dach hier drauf einmal platzieren. Das ist eigentlich ganz normal, wie wir das halt so kennen, ne? Dass wir es hier zack, 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 einfach einmal nochmal hier überall draufsetzen. Das machen wir einfach mal hier komplett bis nach oben hin, an der Seite runter und dann auch hier natürlich alles nach vorne einmal ziehen. Wenn man unser Dach einmal nach vorne gezogen hat, sollte das im Endeffekt jetzt erstmal so aussehen. Dann geht es weiter, dass wir jetzt mit unseren Fichtenstämmen so ein bisschen, sag ich mal, das Ganze stabilisieren möchten. Wir fangen erstmal auf der Rückseite an. Du siehst, ich habe mir schon kleine Markierungspunkte gemacht. Die wollen wir jetzt uns erstmal weghauen. Das heißt, wir fangen unten an. Hier bei unserem Zweier, zack, den obersten schlagen wir weg. Gehen zum zweiten Zweier, da schlagen wir auch nochmal den obersten weg. Dann gehen wir zum dritten Zweier und da schlagen wir den untersten weg. So, das machen wir nochmal synchron auf der anderen Seite. Also beim ersten Zweier den obersten. Zweiter Zweier auch nochmal den obersten und beim dritten Zweier jetzt mal den unteren. So, ganz oben in der Mitte schlagen wir das auch noch einmal weg und dann können wir da eigentlich unsere Baumstämme einmal reinsetzen. Gut, das habe ich jetzt natürlich weggehauen, aber wir setzen da jetzt unsere Baumstämme halt einmal rein. So, auch das, sag ich mal, die Jahresringe nach vorne zeigen. Das machen wir überall, einfach hier unsere Bäumchen so einmal alles überstehen lassen. Obwohl, wir könnten das auch gleich eigentlich noch einmal mehr überstehen lassen und da auch gleich mal unsere Knöpfe nochmal dran platzieren. Wenn wir das dann auf der Rückseite so erstmal haben, geht es einmal auf die andere Seite, denn wir wollen jetzt unsere Baumstämme bis einmal nach vorne ziehen. Das heißt, wir fliegen jetzt einfach hier so hin und setzen unsere Baumstämme an, ziehen die einfach mal bis nach vorne weg, genauso wie wir die jetzt haben, dann zack, zack, überall ziehen wir die vorne weg und setzen dann am Ende, wenn wir den jetzt hier vorne noch einmal überstehen gelassen haben, noch einen Knopf hin. Das machen wir natürlich hier einmal mit allen. Außer mit diesen zwei hier oben, die schlagen wir nochmal weg, die sind hier glatt einfach mal an unserem Dach dran. Und wenn wir das Ganze erstmal soweit haben, geht es mal einmal jetzt zu den Seiten. Und zwar sind noch zwei Fenster an den Seiten von unserem Häuschen hier. Da schnappt euch mal eure Fichtenstämme. So, jetzt fliegen wir mal nach hinten erstmal. Lassen hier, würde ich mal sagen, 1, 2, 3 mal gelbe Wolle Platz. Und gleich hier vorne setzen wir einfach mal drei Baumstämme hin. Dazwischen können wir eigentlich ein 3x3 Feld von unserem Sandstein uns basteln. Und dann setzen wir da nochmal einen Fichtenstamm. So, jetzt gehen wir nochmal hinten weg. Da können wir eigentlich hier die nächsten zwei, Block rein hier komplett einmal weghauen. Das könnt ihr hier ruhig weghauen. Das machen wir mal frei. So, und wenn wir das haben, so erstmal freigehauen, setzen wir einfach hinter unserem Baumstamm nochmal einfach mal Sandstein ran. Und dahinter dann nochmal Fichtenstämme. An der Seite genau das gleiche Spiel, ne? Dahinter einfach mal ein bisschen Sandstein und einen Fichtenstamm.
So, wenn wir das erstmal hier auf der Seite haben, ihr kennt es, das machen wir erstmal Massenarbeit. Das heißt, wir fliegen nochmal auf die andere Seite und machen das erstmal genauso gleich. Ne? Also wir lassen hinten drei Blöcke Platz, dann setzen wir erstmal hier einen Dreier Baumstamm hin. Gleich dahinter weg dann wieder ein 3x3 Feld von unserem Sandstein. Dann wieder unser Baumstamm und dann schlagen wir hinten einfach mal die zwei Reihen weg. Und können dann hier dann einfach nochmal hinter unserem Baumstamm einen Sandsteinblock Reihe einfach mal platzieren. Und dann kommt auch wieder unser Baumstamm hier hin. Das machen wir natürlich auch immer auf beiden Seiten. So. Und wenn wir das haben, können wir eigentlich darauf eigentlich erstmal so eine kleine Pyramide platzieren. So, auf der anderen Seite natürlich auch wieder Massenarbeit. Das heißt, hier setzen wir auch wieder eine Pyramide auf. So, jetzt kommen wir schon dran, das da uns drauf zu platzieren. Schnappt euch mal eure gelbe Wolle. Wir beginnen an den Seiten, dass wir, sage ich mal, die Wolle auch zu zwei Blöcke überstehen lassen. Das heißt, wir machen jetzt an den Seiten erstmal zwei Blöcke hin. Und dann geht es eigentlich ganz normal so weiter wie eine Pyramide. Immer eine Blockreihe gehen wir wieder weiter nach oben. Zack, zack, zack. Und wenn wir oben angekommen sind, geht es dann natürlich auch wieder hier so runter das Spiel. So, und wie gesagt, die Wollblöcke lassen wir mal zwei Blöcke einfach mal überstehen. So, so wollen wir das natürlich erstmal nicht lassen. Wir schnappen mal unsere Fichtenstämme. Die können wir jetzt einmal hier in den Ecken nochmal platzieren. Da machen, setzen wir auch jeweils zwei. Und hier oben in der Mitte machen wir auch nochmal einen. So, nicht vergessen, unsere Knöpfe dürfen auch nicht fehlen. Und wie immer nicht vergessen, die andere Seite müssen wir mitziehen. Also auch hier setzen wir nochmal unser Dach einfach mal rauf mit der Wolle. Und hier auch halt zwei Blöcke einfach überstehen lassen, ne? So wie wir das jetzt hier überall schon haben. Denn natürlich noch unsere Baumstämme setzen wir noch drei Stück hin überall. Knöpfe vorne ran. Als nächstes wollen wir natürlich noch unser Fenster reinbasteln. Das heißt, wir schlagen mal hier in der Mitte zwei Blöcke weg. Oben setzen wir unsere Stufen hin, unten unsere Falltüren. Ist ja so ein kleines Fensterbrett. Und dann würde ich noch sagen, verbessern wir noch ein bisschen unser Dach. Schnappt euch mal eure Schwarzeichnholztreppen. Und zwar platzieren wir unter unserem Baumstamm hier und am ersten einfach eine normale Treppe. Machen wir hier an den Seiten auch nochmal. Zack, zack, überall normale Treppen. Und vor diesen normalen Treppen setzen wir nochmal so eine Treppe hin, sodass die sich ein bisschen anschmiegt, dass hier noch ein bisschen was von der gelben Wolle zu sehen ist. So, und wenn wir das hier haben, machen wir es natürlich noch auf der anderen Seite. So, wir machen das einfach mal hier auch wieder zusammen, damit das halt immer fix geht. Erstmal in den Ecken hier überall setzen wir unsere Treppen hin, mit dem Rücken an die Wand und jeweils davor dann einfach noch die Treppe so hin, dass sie sich schön anschmiegen und noch was von der gelben Wolle zu sehen ist. Ja, und wenn wir das soweit haben, gehen wir jetzt schon einmal, würde ich sagen, auf die Innenseite. Obwohl, nee, wir haben noch was anderes. Und zwar müssen wir noch was auf der Rückseite machen. Schnappt euch erstmal eure abgezogenen Fichtenholzstämme. Das wollen wir erstmal zuerst machen. Wir beginnen, würde ich sagen, einfach mal an den Seiten. Eigentlich müsste man nicht unbedingt zählen, wir zählen aber trotzdem. Also 1, 2, ab den dritten schlagen wir mal hier die Reihe weg. Denn lassen wir so, würde ich mal sagen, drei Blöcke Platz. Und dann können wir hier die weghauen. Sollten wir auch perfekt hier oben in der Mitte einmal ankommen. Und dann hier wieder an der Seite, ja, lassen wir so einfach mal zwei Blöcke Platz und schlagen hier auch das nochmal weg. So, hier können wir, kannst du bestimmt denken, unsere Streben reinziehen von unseren abgezogenen Fichtenstämmen. Die ziehen wir einmal hier komplett überall einmal lang, setzen wir alles hoch. Und wenn wir das haben, hier alles hochgesetzt, wollen wir das Ganze noch ein bisschen, sag ich mal, auf die Seiten legen. Also setzen wir unsere Baumstämme auf den Baumstämme rauf, die wir ja hier zu den Seiten gezogen haben. Also jeweils hier über so einen Baumstamm setzen wir nochmal eine Baumstammreihe. Das Ganze halt dann noch dreimal und dann sind wir hier auf der Rückseite eigentlich damit durch. Auf der Vorderseite fehlt uns auch noch was mit Baumstämmen. Und zwar schnappt euch noch mal den Fichtenbaumstamm mit der Rinde. Und zwar wollen wir das Ganze hier noch ein bisschen abstützen. Ne? Sonst sackt das ja irgendwann mal nach vorne, ne? Wenn da irgendwie noch Gewicht auf dem Dach mal ist. Von daher sucht mal hier die Mitte. Bei mir ist die Mitte hier. Ansonsten müssen wir mal noch zählen. Was heißt hier zählen? Das sind hier an der Seite jeweils sechs Blöcke. Ne, von der gelben Wolle aus gesehen lassen wir einfach sechs Blöcke Platz. Setzen unseren Baumstamm hin. Der Baumstamm sollte nicht genau vorne an der Kante sein, sage ich mal hier, wo die Wolle ist, sondern ein weiter hinten gesetzt. Und dann können wir den einfach mal nach oben ziehen. Der stützt das Ganze dann so ab. Ja, und wenn wir das haben, geht es jetzt daran, dass wir so ein bisschen, sag ich mal, unser Dach ein bisschen verkleiden von innen drin diesmal. Daher nehmen wir einfach mal unsere Fichtenstufen und Treppen und beginnen dann auch erstmal auf der Vorderseite. So, Vorderseite heißt, dass wir jetzt einfach mal, würde ich mal sagen, ab dem zweiten Wollblock einfach mal hier in so eine normale Treppe hinsetzen. Das machen wir erstmal überall. Obwohl, was heißt überall, nicht unbedingt. Na, wir müssen mal gucken, denn wir haben einen Baumstamm ja unten bei unserer Wolle gesetzt. Da müssen wir einfach mal einen Klotz hinsetzen und zwar keine Treppe. Aber danach geht es dann ganz normal weiter wieder mit Treppen. So, das gleiche Spiel machen wir dann natürlich auf der anderen Seite nochmal runter hier mit unseren Treppen und natürlich mit den einen Klotz. So, jetzt wollen wir noch Treppen jeweils mal vorne noch einmal platzieren. Und genauso wie wir es an den Seiten schon gemacht haben, sollen sich diese Treppen anschmiegen. Das heißt, setzt dann diese Treppe von vorne weg, dass wir immer noch so etwas bisschen hier vom Dach sehen. Ne? Und das machen wir halt auch wieder hier einmal komplett bis nach oben. Auch hier vorne bei unserem Klotz setzen wir einfach eine normale Treppe dann einfach so ran. Ne? Die kann sich ja zwar nicht anschmiegen, aber wir sehen ja trotzdem ein bisschen was von der Wolle. So, das machen wir natürlich hier einmal wieder runter. Und wenn wir dann das erstmal haben, wollen wir uns so ein Muster auch nach innen setzen.
So, schnappt euch mal eure Stufen. Wir fangen jetzt erstmal auf einer Seite an. Und zwar beginnen wir so, dass wir, sag ich mal, immer nach der Treppe zwei Stufen uns hinsetzen. Das machen wir immer wieder. Und das machen wir halt hier von unten nach oben. Auch hier oben beim Klotz setzen wir einfach zwei Stufen hin und hier oben auch nochmal. So, dann geht es wieder runter mit unserem Muster, was wir ja am Anfang erstmal gesetzt haben. Und dann kommen hier wieder unsere ganzen Treppen hin, bis wir hier wieder unten sind. Und dann geht es hier wieder weiter, dass wir wieder unsere Stufen setzen. Und ihr seht, das geht perfekt auf, auch mit diesem Fenster hier. So, und dann heißt es auch erstmal wieder unsere Stufen hoch. Wir kommen hier nicht durcheinander. Wir machen immer alles schön, schön nach und nach. Und dann geht es auch wieder hier runter mit unserem System, was wir hier so ein bisschen haben. Zack, zack, zack. Und dann haben wir das. So, das machen wir, würde ich mal sagen, bevor wir jetzt auf der Rückseite ankommen, nochmal denn hier, genauso auf der anderen Seite. So, andere Seite haben wir denn auch erstmal so mir langgezogen mit meinem Muster. Jetzt wollen wir, bevor wir jetzt hier auf der Rückseite das hier auch noch alles zuziehen, erstmal die Seiten noch ein bisschen bearbeiten, denn so können wir das nicht lassen. So, ich würde mal sagen, welche Seite beginnen wir, ist ja eigentlich egal an die Ziel. Ah, nee, doch. Ja, wir beginnen einfach mal auf dieser Seite. Ja, ein bisschen durcheinander darf man immer sein. Wir schlagen jetzt ein bisschen was weg. Und zwar hier oben diese gelbe Wolle schlagen wir einmal weg. Das können wir eigentlich hier auf beiden Seiten erstmal machen. Wir machen immer alles synchron. So, dann geht es wieder an unsere Treppen ran, dass wir jetzt hier an den Seiten einfach mal unsere Treppen ziehen. Nicht unbedingt so allzu weit vorne, einfach nur hier bis zu dieser Treppe. Da könnt ihr eine Stufe hinsetzen. Und dann würde ich sagen, ändern wir nochmal diese Treppe hier unten und setzen da einfach nur eine Stufe hin. Das sieht einfach ein bisschen besser aus. So, andere Seite wollen wir jetzt auch nochmal ein bisschen verfeinern. Also Treppen hin. Wir können hier gleich vorne abbiegen, auch hier eine Treppe hin, setzen hier eine Stufe hin, da eine Stufe hin und dann hier eigentlich auf der Rückseite, ihr seht, dann haben wir eigentlich nicht mehr so viel Platz hier unten und können da einfach nur noch Stufen hinsetzen. So, andere Seite nochmal das gleiche Spiel. Wir beginnen an den Seiten erstmal hier jeweils drei Treppen hin machen. Hier machen wir mal ein bisschen mehr Synchronarbeit gleich auf beiden Seiten. So, dann können wir hier das eigentlich auch gleich hier alles einmal zuziehen mit unseren Treppen und Stufen. So, na, man muss auch schon treffen können, wenn man kann. Ja. So, sollte man treffen. Hier auf der Seite machen wir nochmal die Treppe weg. Das sieht einfach besser aus mit einer Stufe, wirkt ein bisschen schöner. So, dann haben wir auch das hier, wenn wir hier in den Ecken auch nochmal unsere Stufen platziert haben, auch schon so gut wie fertig. Schnappt euch mal euren Fichtenbaumstamm, denn wir wollen hier oben nochmal die Wolle ein bisschen austauschen durch unsere Stämme. Dann wirkt das Ganze doch ein bisschen stabiler. Ne, wenn wir uns das hier einfach mal so platzieren. Auf der anderen Seite können wir das auch ruhig machen. Wolle, Eier austauschen durch unsere Baumstämme. Wunderbar. So, danach geht es eigentlich hier oben ganz normal weiter, wie wir das Muster haben. Wir können ja nochmal gucken, ne? Wir setzen hier unsere zwei Stufen hin und jetzt müsste ich hier nochmal kurz spicken. Genau, ich habe nochmal nachgeguckt, wie ich das Ganze gebaut habe. Manchmal lässt der Kopf ja doch nach. Nee, wir machen einfach das Muster dann hier oben genauso weiter, wie wir es schon haben. Also immer zwei Stufen und dann kommt eigentlich wieder unser Muster hin, wie wir das halt haben. Und dann können wir einfach unsere Stufen hier platzieren. So, das machen wir natürlich auf der anderen Seite genauso, ne? Nicht durcheinander kommen, nehmt euch bitte Zeit. Ne, das soll ja auch alles dennoch schön wirken. Ne, und sieht das halt wirklich aus, als das ganze Dach halt mit diesem Stroh, wenn man auch Stroh nehmen möchte, oder jetzt einfach volle, so aus, als ob wir das hier alles miteinander verflochten ein bisschen haben. Und das wirkt doch eigentlich gar nicht mal so schlecht. Genau. So, dann haben wir jetzt unser Dach hier innen drin schon verflochten. Jetzt geht es daran, dass wir noch einen schönen Kamin uns hier einfach mal reinbasteln, so einen Schornstein und ein bisschen nach oben basteln. Schnappt euch mal einen gelben Sandstein. Wir beginnen einfach auf der Rückseite hier. Wir haben hier uns hier eine schöne Markierung gemacht. Da setzen wir unseren Sandstein einfach auch mal hin. Und dann können wir so, oder müssten eigentlich oben ein bisschen was weghauen. Ich mache hier einfach mal oben drei Blöcke mal so weg. So, ganz hinten setzen wir einfach mal unsere Sandstein, würde ich mal sagen, zwei Blöcke so über unsere letzte Reihe hier. Dann fliegen wir wieder einmal runter. Denn jetzt haben wir, sage ich mir, hinten das markiert. Das ist auf ein Maß von 3x3. Ihr müsst nicht alles gleich zuziehen. Wir ziehen an sich eigentlich hier von unserem 3x3-Feld die hintersten drei Blöcke einfach mal hoch. Und dann die vordersten zwei würde ich auch gleich schon mal hochziehen. So, das heißt, das ziehen wir hoch und können eigentlich, wenn wir oben sind, hier auch schon ein bisschen was freihauen. Schlagt das ruhig weg. Könnt ihr alles weghauen. Macht nichts. Und dann können wir das alles erstmal hier alles hochziehen. Ich habe mir schon mal meinen Schornstein hier oben komplett an den Seiten einmal zugezogen. Schnappt euch mal eure Sandsteintreppen, die kommen jetzt mal zum Einsatz. Und zwar wollen wir hier einfach mal an den Ecken auf der Vorderseite von unserem Häuschen unsere Treppen an den Seiten einmal ranbasteln. Und auf der Rückseite machen wir es genau gleich. Einfach hier so die Treppen ran und dann haben wir unseren Schornstein erstmal oben so abgeschlossen. Weiter geht es dann erstmal auf der Unterseite. Da wollen wir uns natürlich noch eine Öffnung bauen. Du siehst, ich habe mir was offen gelassen. Und zwar wäre bei dir ja bestimmt alles zu. Ich würde mal sagen, du kannst unten auf der Vorderseite die erste Blockreihe erstmal lassen. Dann schlägst du dir drei Blöcke hier oben weg, weil 3x3 fällt. Und dann wollen wir das ein bisschen bearbeiten. So, hier unten schlage ich mir auch nochmal meine Treppen weg. Oder Blöcke weg, eher gesagt. Denn da möchte ich mir jetzt meine Treppen hinsetzen. So, dass, sage ich mal, vorne ich halt in der Mitte normal ist an den Seiten. Einfach so, dass sie sich halt da anschmiegen. Und das machen wir nochmal oben. Wir haben hier oben ein 3x3 Feld. Und da machen wir eigentlich auch so die Treppen genau gleich. So,
Wir müssen nochmal das Blockmaterial wechseln. Schnappt euch jetzt mal ein paar glatte Sandsteinstufen. So, dann holen wir uns noch ein Lagerfeuer raus. Dann holen wir uns ein bisschen Bruchstein raus. Dann nochmal davon die Treppen, wie die Stufen. Dann holen wir uns wieder ein bisschen Fichtenholz raus. Jetzt das Verarbeitete. Und davon nochmal bitte die Stufen. Und dann holen wir uns noch ein bisschen weiße Wolle raus. Wir beginnen dann erstmal mit unseren Sandsteinstufen. Die wollen wir oben bauen, unseren Schornstein einfach mal an den Rand überall platzieren. Und wenn wir das haben, können wir gleich ein Lagerfeuer nutzen. Und dann setzt ihr das einfach so zwei Löcke tiefer ein bisschen rein und dann kommt da schon der Qualm raus. So, jetzt gehen wir einmal nach unten. Da wollen wir auch nochmal ein Lagerfeuer platzieren. Ihr könnt euch jetzt entscheiden, wie ihr euch das machen wollt. Setzt ihr das einmal komplett unten hin oder ihr setzt euch das gleich auf der gleichen Höhe hin. Wie ihr es machen wollt, ist euch überlassen. Aber ich finde das so gar nicht mal so schlecht. Dann sieht man auch ein bisschen das Feuer, kann man ein bisschen Holz auch nachlegen. Und ja, warum nicht? Und keine Angst, es kann nicht abfackeln. Auch wenn ihr Feuer anhabt, es passiert nichts. Es ist komplett sicher. Also ihr könnt das auch ruhig platzieren. Ne? Danach geht es schon ran mit unseren Bruchsteinen. Verwenden wir eigentlich alles. Die Blöcke, die Treppen, die Stufen. Und zwar wollen wir das Ganze hier ein bisschen noch ins Mauerwerk reinhauen. An den Seiten finde ich es gar nicht mal so schlecht, wenn wir hier oben einfach mal die eine Ecke ein bisschen mit Bruchsteinen machen, die andere auch. Und das machen wir dann einfach synchron auf der anderen Seite mit. Ne? Also ich finde das eigentlich gar nicht mal so schlecht, wenn man halt doch ein bisschen Putz abbröckeln lässt von diesen Hütten. Ich sag mal, das Dörfchen hier von Asterix und Obelix, da steht ja schon eine Weile und da kann ja ruhig sein, dass ein bisschen Putz abfällt. Auf der Rückseite auch. Tobt euch da aus, setzt hier überall ein paar Blöcke hin. Ihr könnt euch hier ruhig austoben, wie ihr das machen wollt. Ihr könnt auch ruhig zwei nebeneinander mal setzen. Und dann ist das einfach vom Geschmack her, wo ihr euch da einfach ein bisschen was noch platzieren wollt. Macht, wie ihr wollt und setzt euch noch ein bisschen Bruchstein hin. Gleich spielen wir natürlich den Aufbau unseren Schornstein. Da wollen wir das auch ein bisschen machen. Tobt euch aus, macht nicht unbedingt so viel hin. Wie gesagt, ihr könnt hier ein bisschen was austauschen an Stufen, an Treppen. Einfach hier so ein bisschen was weghauen, wie ihr wollt. Ne? Also nicht übertreiben. So ein bisschen kann man immer sich hier ein bisschen wegplatzieren. So, ich würde noch sagen, hier kann ich mir noch was hinmachen. Und dann reicht mir das schon. Aber nicht vergessen, auch hier drin haben wir unseren Schornstein. Das heißt, hier könnt ihr dann auch nochmal einfach ein bisschen was austauschen, wie ihr machen wollt. Tobt euch aus. So, und dafür machen wir hier auch noch ein bisschen Bruchstein überall ein bisschen hin. Ups, natürlich sollten wir unseren Kamin nicht zubasteln. Nee, damit der Qualm auch immer abzieht. Und dann setzt euch hier auch so ein bisschen Bruchstein. Als nächstes wollen wir unsere weiße Wolle verarbeiten. Und zwar hinter unseren Stützpfeiler hier befindet sich ein Segel von einem Boot. Das haben die da einfach hingehangen. Ich sag mal, vielleicht wollen sie es mal benutzen. Dann lagern sie es hier oder sie schirmen so ein bisschen ab, weil die Hütte ist ja doch sehr offen. Und von daher kann man das dann auch nutzen, um dann hier vorne das zuzuziehen, ne, falls man für sich da hinten irgendwie ein neues Fischrezept da einfach mal ausprobieren will. Wir setzen einfach mal unsere weiße Wolle hinten am Pfeiler ran. Ich würde mal sagen, die können wir hier einmal komplett runterziehen. Ne, dass hier unten noch eins frei ist, nur das Segel soll ja nicht auf dem Boden liegen. Dann würde ich sagen, dass wir unten so zwei Blöcke Platz und dann ziehen wir das einfach mal das Segel so ein bisschen nach oben. Und dann könnt ihr euch wieder kreativ ein bisschen vorne entfalten. Ach, mir fällt immer das Wort nicht ein. Ja, so ein bisschen kreativ entfalten. Setzt ja einfach so ein bisschen die Wolle ein bisschen durcheinander. Ihr könnt hier ruhig ein bisschen so und so euch das hier ein bisschen lang ziehen. Ihr könnt dann auch vorne, wenn ihr wollt, wieder was weghauen, wenn ihr wollt. So wie ihr wollt. Dass es so ein bisschen flatterig aussieht. Ne? Das könnt ihr euch hier ruhig ein bisschen machen. Guckt, wie euch das gefällt am besten. Und dann setzt ihr euer Segeltuch so ein bisschen hin, damit das halt hier vorne weht. Und wenn wir das soweit haben, wollen wir jetzt vorne noch unser Schild anbringen, da wo denn unser größter Fisch, den wir je gefangen haben, noch dran hängt. Dann nehmen wir einfach mal unseren Fichtenholzblock und setzen den einfach mal hier auf so einen Baumstamm rauf. Das soll ja auch so ein bisschen alles halten. Das ziehen wir dann einmal bis zur anderen Seite. Das wird ja da schön von gehalten. Dann schnappt mal eure Fichtenholzstufen, die platzieren wir noch einmal unten und synchron dann oben auch nochmal. Und da seht ihr, unsere Baumstämme haben wir extra so kurz gelassen, damit das hier alles auch schön passt. Zu guter Letzt wollen wir natürlich noch unseren Fisch anbringen. Da schnappt euch mal einfach mal ein paar Prismarin-Treppen und Stufen und ein bisschen türkiser Teppich wie ein Endstab. Das erste, was wir tun, um unseren Fisch zu bauen, ist die Mitte zu suchen. Mitte ganz einfach, wir haben ja unseren Stützpfeiler da hinten, das ist ja die Mitte. Da platzieren wir da oben diese Treppe, Stufe darunter. Dann würde ich mal sagen, machen wir eine Stufe hier schräg von der Treppe hin, eine nochmal darunter. Dann platzieren wir eine, zack, normale Treppe auf der Rückseite. Und dann würde ich nochmal sagen, eine auch noch normale Treppe, die jetzt so mit der Öffnung zur Mitte zeigt, nach vorne. So, dann können wir darüber einfach mal zwei Teppiche platzieren. Und dann machen wir von unserem Schwertfisch vorne nochmal die Nase ran. Dann nehmen wir einfach mal einen Endstab. Ne? Das nächste, was man tun kann, ist natürlich sich den Boden ein bisschen austauschen. Hier habe ich einfach mal ein bisschen grauen Beton wie Stein genommen, mir das hier so ein bisschen durcheinander gemixt.
Den Pflasterstein kann man nicht unbedingt nehmen, so wie man das sieht, denn das haben wir ja, sag ich mal, hier schon für unseren Putz verwendet. Sieht ein bisschen doof aus, wenn wir da nochmal die gleichen Blöcke für den Boden nehmen. Also, müsst mal gucken, wie ihr euch das machen wollt. Da sind so Pflastersteine halt auf dem Boden so ein bisschen verteilt, so ein bisschen durcheinander gemixt. Kann man ja machen. Danach bleibt euch nur eins übrig, euch das Ganze einzurichten, wie ihr wollt. Ist halt euer Fischmarkt. Ihr könnt ihn auch für was anderes nutzen, aber ich denke mal, wenn wir oben schon unseren riesigen Schwertfisch hängen, kann man ihn ja auch als Fisch oder sogar als Lager nutzen. So genau wie was bei Asterix und Obelix zu sehen war, was hier beim Fischhändler bei Verleinix zu sehen ist, sah man nicht genau, was hier hinten ist. Ich habe mir einfach nur so vorgestellt, man kann ja ein paar Fischernetze machen, vielleicht ein paar Käfige, so Reusen, ne, für Fische oder Hummer, die man da fangen möchte. Ein paar Fässer kann man sich platzieren. Ich hatte erst mehr Fässer gemacht, aber ich weiß ja, Minecraft leckt das immer ein bisschen, wenn man zu viele Fässer macht. Da kann man auch so als Alternative, so als Deko, einen Komposteimer nehmen, darauf einfach eine Druckplatte und fertig ist das Ganze. Und dann könnt ihr euch hier das so ein bisschen alles, ja, dekorieren, wie ihr wollt. Vielleicht auch hinten so eine Arbeitsfläche, wo ihr noch ein paar Fische auseinander nimmt. Ja, ihr könnt ja auch so als Beil nehmen, um die Fische zu bearbeiten, so einen Hebel als Deko. Ne, so ein bisschen Deko kann man ja alles machen. Und das Coole ist auch, ihr habt ja ein Lagerfeuer hier, das heißt, ihr könnt den Fisch auch brutzeln einfach. Ne? Da packt ihr ihn hin, brutzelt ihn, geht nach vorne und verhökert ihn gleich. Ne? Für natürlich das Beste. Und ihr wisst ja, der Fisch ist frisch. Ich hoffe, du bist wie immer zufrieden mit der Baufolge. Jetzt mal die Fischerhütte von Verleinix steht hier in Minecraft. Jetzt kannst du natürlich noch einrichten. Mal wieder ein Häuschen, was man sogar einrichten kann. Ja, bleibt uns da nichts anderes übrig. Ist ja vorne komplett offen. Ja, jedenfalls, Verleinix-Hütte ist da. Mal gucken, was als nächstes kommt von Asterix. Ich habe da irgendwie so Lust, das zu bauen. Ich gucke mir gerade auch ein paar Filmchen noch an von Asterix und Obelix. Mal gucken, ob ich dann noch das ein oder andere entdecke. Im Dorf gibt es ja ein paar Häuser. Naja, jedenfalls war es das wieder für diese Folge. Ich bedanke mich vielmals fürs Zusehen und dann hören wir oder sehen uns zur nächsten Folge wieder. Also haust rein und tschüss!